Ich bin eine Weile nicht hier gewesen. Sie haben den Speisesaal umgestaltet. Nur zu. Natürlich. Ich kümmere mich darum. Unbedingt. Ja. Ja. Ebenso wie es nur eine Welt, ein Leben. Und nach all dem Schweiß, dem Blut und den Qualen war ihr Werk vollendet. Und die Welt bestaunte ihre Schöpfung. Göttern schenken sind Sünder. Was? Es wird keine Nachspeise erwähnt? Das ist wahrlich ein Wunder. Beschäftigt euch mit etwas anderem. Meine Angelegenheiten gehen euch nichts an. Vielen Dank und lebt wohl. Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk, direkt aus Orsamar. Ihr seid zurück? Ich dachte, jeder mit nur einem Funken Verstand würde die unteren Märkte meiden. Nehmt dies. Ihr habt es euch verdient. In High Ever gab es letzte Nacht einen Aufstand. Das habe ich von einem Händler gehört. Schon gut, schon gut. Verschwindet. Findet ihr nicht auch, dass irgendwas nicht in der Stadt? Ich will keinen Ärger. Ich bin nur auf dem Weg zum Hafen. Da kommt jemand. Danke, dass ihr diese Strolche vertrieben habt. Ich dachte, sie würden mich umbringen. Ich war auf dem Weg nach Hause. Ich will hier weg und ihr solltet euch auch davon machen. Die Klingenohren sind ganz wild vor Zorn. Etwas Silber für einen Kriegsveteran? Andraste segne euch, Sir. Ich werde euer Gesicht bestimmt nicht vergessen. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Schwestern und Kinder sollen diese Männer denn noch mitnehmen? Ich kümmere mich darum. Meine Kinder brauchen mich zu Hause. Ich kann hier nicht noch einen Tag warten. Dann geh nach Hause. Das Beste, was du für deine Kinder tun kannst, ist, diesen Scharlatan nicht zu vertrauen. Bitte bewahrt Ruhe. Wir helfen heute so vielen, wie wir können, solange nur alles geordnet zugeht. Oh, ihr helft uns also, Shem. So wie ihr Valandrian und meinem Onkel Sirion geholfen habt, richtig?
Dank eurer Hilfe wurden sie nie wieder gesehen. Wir haben es euch doch schon erklärt, Kind. Ihr könnt noch so viel jammern, aber wir werden dennoch nicht zulassen, dass ihr die Quarantänestation betretet und die Pest wieder ins Gesindeviertel einschleppt. Du bringst uns noch alle um, Chiani. Einige von uns haben noch etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Wenn ihr Zauber wirklich funktioniert, warum sind dann die Hälfte der Quarantänepatienten vollkommen gesund? Du solltest nicht hier sein, Zwergin. Die Deinen verlassen das Marktviertel nicht. Warte, Soris hat mir von dir erzählt. Du hast ihn aus dem Kerker befreit. Die Fremden sagen, sie wollen uns gegen die Pest behilflich sein. Aber alle, denen sie helfen, verschwinden plötzlich. Seltsam, oder? Das stimmt nicht. Und du weißt das, Chiami. Meine beiden Schwestern haben den Tevinter-Zauber bekommen und es geht ihnen gut. Und wo ist dann deine Nichte? Und mein Onkel Sirion und Valandrian? Die Fremden haben in den letzten Wochen Dutzende von Elfen in das Haus gebracht. Und keiner davon wurde seitdem wieder gesehen. Einer von ihnen war unser Horan, Valandrian. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn wir ihn nicht zurückbekommen. Sie müssen davon wissen. Der Horan hat sich beschwert, ebenso wie ich. Es interessiert sie einfach nicht, oder es ist noch schlimmer. Sie werden dich nicht reinlassen. Sei einfach vorsichtig. Diese Männer sind Magier. Ist da jemand? Der Erbauer segne euch. Habt keine Angst. Ich sehe noch genug, um euch auszumachen. Ich schätze eure Offenheit. Die meisten starren nur. Oder schlimmer, sie schweigen betroffen. Ich bin ein Templer und habe mein Augenlicht im Kampf mit einem mächtigen Malefiker verloren. Er rief Flammen vom Himmel und verbrannte mein Gesicht. Die Wunden sind verheilt, aber ich werde nie mehr sehen können. Muss es nicht. Viele meiner Brüder sind dabei gestorben. Ich dagegen bin gesund und munter. Nur ein bisschen Blick. Wir hatten Gerüchte gehört, dass sich eine Gruppe Malefiker im Gesindeviertel versteckt. Ich bin mir sicher, dass es hier Malefiker gibt. Oder jemand anders schleicht nachts umher. Aber da ist noch etwas. Dieser Ort ist voller Narben, so wie ich. Als ich herkam, spürte ich sofort eine gewisse Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung. Aber mit der Zeit wurde mir klar, dass das Problem viel tiefer liegt. Ich weiß es nicht, aber das Gefühl ist stets präsent. Also versuche ich, seine Ursache zu finden. Ich kann euch wohl nicht damit bedrängen, oder? Ich war geduldig und die Elfen haben mir schließlich ihre traurigen Geschichten erzählt. Aber echte Beweise für meine Befürchtungen erhielt ich nicht. Ich habe nur meine Ohren und mehr finden die nicht mehr heraus. Ich hatte gehofft, ihr könntet meine Augen sein. Seht euch im Gesindeviertel nach irgendetwas Ungewöhnlichem um. Ich weiß nicht, aber irgendwie spüre ich, dass es da etwas zu finden gibt. Ihr wirkt durchaus fähig. Hoffentlich findet ihr, wonach ich suche. Möge der Erbauer über euch wachen. Mira? Bist du das? Mira, wo bist du? Zehn Kupferlinge für ein Dutzend Eier. Ich kümmere mich darum.
geh nicht ins Hospiz. Niemand. Wer ist da? Bleibt weg von mir! Ich habe gar nichts gesehen. Bitte, lasst mich einfach in Ruhe. Also gut. Ich habe gesehen, wie sie alle mitgenommen haben. Sie haben sie einfach aus ihren Betten geholt. Sie haben sie die Gänge entlang geschleift. Beim Erbauer, wie die Kleinen geweint haben. Sie bringen sie durch das alte Büro des Hausherrn. Wenn sie dort reingehen, kommen sie nie wieder zurück. Ich habe ihn gesehen. Sie haben ihn gemeinsam mit einigen anderen durch die Halle getrieben. Sie waren zusammengeschnürt wie... Sie kommen alle paar Tage zurück. Es ist wie eine Parade, eine stumme Parade. Männer, Frauen und Kinder. Ihr müsst gehen. Sie werden bald zurück sein. Wenn Sie rausfinden, dass ich geredet habe, nehmen Sie mich auch mit. Bitte, geht einfach. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst? Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst? Vielleicht länger im Nacken sitzen müsst. Schon gut, schon gut. Was ist los? Schon wieder eine Ladung? Wir wurden... Moment, ihr seid nicht aus Tevinter. Wer zur Hölle seid ihr? Los, erledigt sie! Schnell! Schon gut, schon gut.
soll ich euch einen... Was soll das? Uns wurde gesagt, die Obrigkeit würde sich nicht einmischen. Das werdet ihr bereuen. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben eine Genehmigung, hier unsere Geschäfte zu tätigen. Die Menschen reden ständig davon, wie böse und falsch Sklaverei ist. Aber ist es nicht lustig, wie schnell der Geruch von Gold solche Ideale überdeckt? Ich bin keine Närrin. Ich kann sehen, wozu ihr fähig seid. Also gut. Soll Caladrius sich mit euch abgeben, während ich die Männer des Regenten hole? Ich schlage vor, ihr verschwindet hier, solange ihr noch könnt. Ich bin Caladrius, und ihr müsst der graue Wächter sein, von dem man so viel hört.